Guten Abend, meine verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen hier im Kettlersaal des Erbacher Hofs zu einer ganz besonderen Veranstaltung zur Vorstellung der neuen Enzyklika von Papst Franziskus, Fratelli Tutti. Wir begrüßen sehr herzlich Frau Professor Notelle Wildfeuer von der Universität Freiburg, Lehrstuhl Sozialethik, Herrn Bischof Prof. Dr. Kohlgraf, der heute Abend dankenswerterweise sich die Zeit genommen hat, und Christoph Kraus von der Katholischen Hochschule hier in Mainz, der als sachkundiger und fachkundiger Sozialethiker, langjähriger Assistent von Gerhard Kröp, heute Abend moderieren wird. Ja, sehr geehrter Professor Reifenberg, sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrte Frau Notelle Wildfeuer, vielen Dank für die Einladung, diesen Abend zu moderieren und etwas über die Enzyklika ins Gespräch zu kommen. Ich möchte zunächst sozusagen den groben Rahmen der Enzyklika vorstellen. Knapp 5,5 Jahre nach der Enzyklika Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus hat Papst Franziskus, wie erwähnt, Anfang Oktober seine Enzyklika Fratelli Tutti über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft veröffentlicht. Eine Parallelität beider Enzykliken fällt sofort auf. Der Papst beginnt mit einem Zitat des heiligen Franz von Assisi, auf den er sich schon bei der Wahl seines Namens als Papst bezog. Der kundige Leser und die kundige Leserin von Enzykliken ahnten auch sofort, dass dieser Anfang ein Zitat war, denn in der Regel tragen Enzykliken lateinische Titel. Ausnahmen waren bis jetzt nur die Enzyklika mit brennender Sorge und eben die Enzyklika Laudato Si. Mit brennender Sorge trug einen deutschen Titel, da es in dieser Enzyklika, die 1937 erschien, allein um die deutsche Politik in der NS-Zeit ging. Und Laudato Si ist eben bereits ein Zitat von Franziskus von Assisi und kein klassisches Latein, sondern, wie ich gelernt habe, umbriches Alt-Italo-Romanisch, also die Sprache des Franz von Assisi und der Anfang des berühmten Sonnengesangs. Auch Fratelli Tutti ist ein Zitat des Mönchs aus Assisi, genauer der Beginn der sechsten Ermahnung des heiligen Franziskus. Dort heißt es, geben wir Acht, wir Brüder alle, auf den guten Hirten, der, um seine Schafe zu retten, die Marter des Kreuzes erlitten hat. Der Sprecher schließt sich also mit ein und wählt schon deshalb die männliche Form. Er ermahnt zur Achtsamkeit und auch zu großem Einsatz und Opferbereitschaft, um die Schafe zu retten, wie er schreibt. Hier weitet er die Aufgabe von den Ordensbrüdern zum Einsatz in und für die Welt. Damit ließe sich die Aufgabe, die Papst Franziskus in der Enzyklika umreißt, ja gut vereinbaren. Dennoch wurde bereits der Titel viel diskutiert. Denn es wurde darauf hingewiesen, dass der Titel in der ersten wörtlichen Übersetzung im Deutschen als die Anrede »Alle Brüder« gedeutet werden könne und im Ordenskontext des Franz von Assisi sicher auch gedeutet werden müsse. Und der Papst mit diesem Zitat vermeintlich die Schwestern nicht anspreche. Wenn man sich vom reinen Buchstaben löst, scheint diese Kritik angesichts des Inhalts der Ermahnung jedoch zumindest ungenau. Denn dort geht es ja um die Rettung der Schafe, also aller Menschen. Darüber hinaus übersieht diese Kritik, dass im heutigen Italienisch, wie in vielen romanischen Sprachen, das maskuline Fratelli auch der Ausdruck für Geschwister ist. In Fratelli können die Schwestern mitgemeint sein, in Sorelle wären die Brüder nicht dabei. In der deutschen Übersetzung hat man es bei diesem Zitat gelassen und dann elegant formuliert, Fratelli tutti, schrieb der heilige Franz von Assisi und wandte sich damit an alle Brüder und Schwestern. Die Wahl dieses Zitates wurde, so meine Wahrnehmung, im romanischen Sprachraum nicht problematisiert, sondern vor allem im Deutschen. Dennoch ist der Titel für ein Schreiben an die Welt etwas ungeschickt. Andererseits wurde so, schon vor der Veröffentlichung, auch in kirchenfernen Medien deutlich mehr über die Enzyklika berichtet, als es normalerweise wahrzunehmen ist. Aber interessanter als die Diskussion über den Titel ist die Enzyklika selbst. In 8 Kapiteln nimmt der Papst Stellung zur aktuellen Weltsituation unter Bezug auf die Weltverbundenheit des Franz von Assisi. Der Papst wendet sich an alle Christinnen und Christen und die Menschen guten Willens. In der neuen Enzyklika entwickelt er das Thema aus Laudato Si gewissermaßen weiter. Während er in der früheren Enzyklika dem Umgang der Menschen mit der Schöpfung
und konkrete Fragen des Umweltschutzes in den Mittelpunkt stellte, wendet er sich in der aktuellen, nun der menschlichen Gemeinschaft zu. Hier stellt er wiederum einen Bezug zu seinem Namensvetter aus Assisi her, der sich, wie der Papst schreibt, obwohl er sich als Bruder von Sonne, Meer und Wind sah, noch viel tiefer eins wusste mit denen, die wie er von menschlichem Fleisch waren, wie der Papst am Anfang der Enzyklika schreibt. Fratelli Tutti steht mit diesem Fokus in einer langen päpstlichen Tradition der Enzyklik, der Sozialenzyklik. In der Enzyklika trägt der Papst viele seiner eigenen Äußerungen zusammen, zitiert sich ungewöhnlich oft selbst. In den ersten 55 Nummern gibt es 52 Zitate, davon sind nur 11 aus anderen Quellen. Später wird dies allerdings durchmischter. Manche Kommentatoren bezeichnen diese Enzyklika auch aus diesem Grund bereits als ein Vermächtnis von Papst Franziskus. Das scheint mir jedoch vielleicht etwas verfrüht. Ich möchte eher vermuten, dass der Papst durch die Zitate viele seiner im kleineren Kreis gehaltenen Reden einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen möchte. Ein Beleg für diese These ist, dass er ein Beispiel aus seinen Wirken öfter aufgreift, das in der Öffentlichkeit nicht angemessen wahrgenommen wurde. Er betont an vielen Stellen die Anregung durch das Treffen mit dem Großimam Ahmad Al-Tayyib in Abu Dhabi vom Februar 2019, durch das die Gleichheit aller Menschen nochmals ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden sollte. Allerdings ist dieses Treffen eben von der Öffentlichkeit nicht wirklich wahrgenommen worden. Im ersten und grundlegenden Kapitel der vorliegenden Enzyklika beschreibt der Papst zunächst die aktuelle Weltsituation und die Schatten einer abgeschotteten Welt. Dort gibt es auch ein eigenes Unterkapitel zur aktuellen Situation der Corona-Erkrankungen, in dem der Papst betont, dass man in der Pandemie merkt, dass wir eine weltweite Gemeinschaft sind, in der das Übel des einen allen zum Schaden gereicht. Im zweiten Kapitel liefert der Papst einen theologischen Hintergrund für sein Anliegen, für Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft in der Welt einzutreten. Dazu deutet er das Gleichnis des barmherzigen Samariters aus. Das dritte Kapitel formuliert dann eine Antwort auf die sich abschottenden Teile der Welt und als eine Antwort die Aufgabe, eine offene Welt zu denken und zu schaffen. Hier betont er auch, dass die soziale Funktion des Eigentums, die seit Rerum Novarum in allen Sozialenzykliken betont wird, neu zu denken sei. Danach greift der Papst verschiedene Problemkreise und Aktionsfelder konkret auf. So thematisiert Franziskus im vierten Kapitel mit dem Titel »Ein offenes Herz für die ganze Welt« die Rolle von Grenzen, lokal und universal. Das Kapitel 5 befasst sich dann mit der Aufgabe von Politik. Hier grenzt sich der Papst zugleich von Populismus auf der einen Seite und Liberalismus und vor allem Wirtschaftsliberalismus auf der anderen Seite ab. Diesen Blick auf die Politik weitet er im sechsten Kapitel, indem er unter der Überschrift Dialog und soziale Freundschaft den notwendigen gesellschaftlichen Dialog auf eine neue Kultur hin beschreibt und als einen Punkt betont, man müsse die Freundlichkeit zurückgewinnen, so die Überschrift über die letzten Nummern dieses Kapitels. Damit fordert er neue Diskursmöglichkeiten und einen neuen Ton im Diskurs, im gesellschaftlichen Diskurs ein. Konkrete Wege zu einer neuen Begegnung, wie das siebte Kapitel überschrieben ist, formuliert der Papst, indem er besonders die Ablehnung von Krieg und Todesstrafe durch die Kirche ausbuchstabiert und begründet. Er formuliert darüber hinaus, und das beweist seine Realitätsnähe, der soziale Frieden erfordert harte Arbeit, harte Handarbeit. Im achten und abschließenden Kapitel befasst er sich mit der Aufgabe der Religionen im Dienst an einer geschwisterlichen Welt. Der Dialog zwischen Menschen verschiedener Religionen findet nach den Überlegungen von Papst Franziskus nicht nur in Diplomatie, Freundschaft oder Toleranz statt. Ziel des Dialogs ist es vielmehr, Freundschaft, Frieden und Harmonie zu begründen, sowie moralische und spirituelle Werte und Erfahrungen in einem Geist der Wahrheit und Liebe miteinander zu teilen. Hier weist der Papst darauf hin, dass er in seinen Überlegungen auf Beiträge auch von vielen nicht-katholischen Denkern wie Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi und anderen zurückgreift. Am Schluss betont er jedoch wieder das katholische Beispiel des Charles de Foucault. Wie in Laudato Si auch, schließt der Papst mit zwei Gebeten. Er formuliert ein allgemeines Gebet zum Schöpfer und ein spezifisch christlich formuliertes ökumenisches Gebet an die Dreifaltigkeit.
Nach dieser ersten Einführung werden unsere Podiumsgäste inhaltlich näher auf die Enzyklika eingehen. Der Bischof wird beginnen. Herr Bischof, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Verehrte Frau Professorin Notelle-Wildfeuer, lieber Herr Kraus, verehrte Damen und Herren, ich werde versuchen, in drei Schritten so einen kleinen Zugang zu dieser neuen Enzyklika zu schaffen, indem ich zunächst mal beginne mit der Rezeption oder den ersten Bewertungen, Kritiken und dann das erste Kapitel etwas detaillierter vorzustellen, wo es um die Gesellschaftsanalyse geht und diese theologische Deutung, exegetische Deutung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter und das dann Frau Professorin Notelle-Wildfeuer in einige der konkreten Fragen auch eintauchen kann. Ich möchte beginnen mit dem Blick auf einige Kritiken und besonders ins Auge gestochen ist mir eine Kritik von Alexander Kissler in der Neuen Züricher Zeitung vom 11.10., die mir auch deswegen in die Augen gefallen ist, weil ich da erwähnt werde. Diese Kritik wird, also der Enzyklika ist überschrieben mit "Die Politisierung der Kirchen schadet diesen selbst am meisten". Die Kritik besteht im Wesentlichen darin, dass diese Enzyklika ein klassisches Beispiel dafür ist, dass mit einer politischen Theologie die Kirche sich eigentlich in ihrer Kernbotschaft selbst verrät und auflöst. Das heißt, die Kirche stürzt sich in politische Fragen, stürzt sich in politische Themen, verkündet ein humanistisches Manifest oder wie auch immer und verrät damit die eigentliche christliche Botschaft. Es hat mich natürlich gejuckt, diesen Passus, wo ich dann vorkomme, dann wenigstens auch kurz zu nennen. Also er zitiert eine Predigt von mir zur Eröffnung des Weltmissionssonntags Anfang Oktober in Mainz. Und dort heißt es in seiner Kritik, der typische Satz des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf, Glaube sei politisch, verkennt, dass der Zielpunkt religiöser Hoffnung, Erlösung, sich nur individuell ereignen könnte. In ihrem anti-individualistischen Furor wenden sich die Kirchen sich von dieser urchristlichen Botschaft ab. Da steht die politische Botschaft oder die sozialethische Botschaft der Kirche in krassem Gegensatz zu der eigentlichen Erlösungslehre. Es geht doch darum, dass am Ende jeder Einzelne in den Himmel kommen soll. Das ist die eigentliche Botschaft und insofern wir uns dann, so deute ich jetzt Kissler, auch so ein Bischof in Mainz, sich auf eine politische Botschaft konzentriert, lenkt er eigentlich von dieser eigentlichen katholischen und christlichen Lehre ab. Ich weiß nicht, ob Kissler jemals das hier hören wird. Ich kann nur sagen, Herr Kissler, Sie irren. Denn natürlich ist das Ziel christlicher Verkündigung am Ende, dass Menschen erlöst werden und persönlich, um es fromm zu sagen, in den Himmel kommen. Ich erinnere mich aber an einen Satz eines meiner Mentoren, Pfarrer in Köln, bei dem ich meine Kaplanzeit verbracht habe, der einmal einen Satz geprägt hat, der mich sehr begleitet hat. Glaube ist etwas sehr Persönliches, zutiefst Persönliches, aber nie Privates. Und das finde ich einen guten Satz, um auch hinzuführen zur christlichen Sozialverkündigung. Und dass diese Kritik von Kissler, die ja, sage ich mal, beispielhaft ist, auch für andere Kritiken, die in dieser Zeit geäußert wurden, auch an dieser päpstlichen Enzyklika, an dieser neuesten, verschweigt natürlich geflissentlich die lange Tradition christlicher Sozialethik und christlicher Sozialverkündigung. Ich habe vor kurzem noch die Biografie Leos des 13. gelesen von Jörg Ernesti, der mit dem ja wirklich auch in Anschluss an meinen Mainzer Vorgänger Emanuel von Ketteler eine christliche Sozialethik entwickelt wird. Und Ernesti schreibt in dieser Biografie als ein Resümee über das Pontifikat und die Sozialverkündigung Leos des 13. folgendes. Die Lösung der sozialen Frage wird nicht in christlicher Mildtätigkeit oder in Almosen gesucht,
sondern in strukturellen Reformen, durch die den Arbeitern das gegeben wird, was ihnen nach göttlichem und menschlichem Recht zusteht. Von daher ergeben sich für den päpstlichen Verfasser, Leo XIII., Rechte und Pflichten für beide Seiten, Arbeiter und Arbeitgeber, Arme und Reiche. Aus Sicht der Kirche dürfen die Arbeiter ihre Interessen nicht mit Gewalt vertreten. Umgekehrt müssen die Arbeitgeber die Würde der Arbeiter achten. Den Arbeitern ist ein gerechter Lohn zu zahlen, mit dem sie sich und ihre Familien am Leben erhalten können. Ihre Ausbeutung stellt in jedem Fall eine schwere Sünde dar. Das habe ich nur deswegen auch zitiert, um Ihnen zu zeigen, dass, und das hätte Leo XIII. In keinem Fall bestritten, dass es natürlich um die persönliche Erlösung des Menschen geht in der christlichen Verkündigung und dass Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber dass ich diese persönliche Erlösungshoffnung nie ausspielen darf gegen auch die politische und sozialethische, also auch die individualethische Orientierung eines Christenmenschen, nie in Gegensatz gebracht werden kann zu der politischen oder sozialethischen Botschaft, für die auch das Evangelium steht. Da einen Gegensatz zu konstruieren, scheint mir auch gegen das Evangelium zu stehen. Damit sind wir eigentlich bei einem zentralen Punkt der Kritik oder der Rezeption, der ersten Rezeption dieser Enzyklika. Es gab zum Beispiel eine Äußerung, es kommt zu wenig Christus vor. Wenn Sie in die Kommentare im Netz schauen, dann merken Sie solche Kommentare, wo spielt denn da Jesus eigentlich eine Rolle, außer dass vielleicht in dem Gebet zur Dreifaltigkeit oder in der Aufnahme des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter aus Lukas 10 natürlich jesuanische Botschaft vorkommt, aber die eigentlichen ethischen Begründungen erfolgen nicht auf der Grundlage einer Christologie oder einer ganz engen Anbindung an das Evangelium im eng christologischen Sinne. Das mag stimmen, das mag aber auch an der Zielsetzung dieser Enzyklika liegen, wirklich die Menschheit als eine Menschheit in den Blick zu nehmen und die Botschaft, um die es geht, die Menschen zu einen, natürlich religiös zu motivieren, aber dass dieses Anliegen, um das es eigentlich geht, dem Papst geht, auch Menschen einsichtig sein muss, die nicht dem christlichen Glauben folgen. Das heißt, dass auch der christliche Glaube als etwas verstanden wird, was nicht sozusagen contra naturam oder gegen das Menschliche steht, sondern das Menschliche zur Vollendung bringt. Es gab Kritiken, dass gesagt wurde, die Gegenwartsanalysen, dazu werde ich gleich noch was sagen, sind sehr düster, sind sehr negativ. Es gibt kaum eine positive Würdigung der aktuellen Weltlage. Sicherlich steckt da auch dahinter, dass der Papst, indem er einen düsteren oder einen, sag ich mal, ernsten Horizont eröffnet, dass er die Dringlichkeit auch des Themas, die Dringlichkeit der Situation auch versucht darzustellen. Es findet sich, wie ja auch bei Franziskus immer wieder wahrgenommen, praktisch keine Würdigung der sozialen Marktwirtschaft. Die Wirtschaft ist etwas, was den Menschen tötet, was den Menschen zerstört. Und es gab deutliche Kritiken, auch in großen deutschen Zeitungen, die dem Papst vorhalten, eine naive Ethik und eine naive Wirtschaftslehre zu vertreten und die natürlich dann auch die positiven Wirkungen einer sozialen Marktwirtschaft nicht wahrnimmt. Also in einer Sonntagszeitung wurde erinnert an den Kölner Kardinal Josef Höffner, der sicherlich dort eine andere Position zumindest vordergründig dann eben auch vertritt. Kritik an dieser Enzyklika, mit Liebe lässt sich keine Politik machen, Liebe spielt eine große Rolle, soziale Freundschaft, kann ich mit Freundschaft Politik machen? Es wird allerdings auch in der Enzyklika deutlich, dass es bei dieser Liebe und bei dieser Freundschaft um mehr geht als nur ein positives Gefühl. Auch christliche Nächstenliebe, von dem das Evangelium spricht, meint ja nicht eine gefühlsmäßige positive Haltung zu jedem Charakter eines jeden Menschen, sondern es geht um eine Grundhaltung, wie ich Menschen begegne. Und indem der Papst sozusagen eine soziale Freundschaft, eine universale Freundschaft fordert,
erinnert er auch daran, dass wir als christliche Religion die Menschen auch als eine Familie, die Menschen als Ebenbilder Gottes sehen. Mir fällt auf bei der Gegenwartsanalyse, die der Papst zeichnet, dass er einen anderen Blick hat auf die Wirklichkeit als etwa noch die Gegenwartsanalysen in den Schriften von Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Also wenn ich zum Beispiel an die Gegenwartsanalysen von Benedikt XVI. Zurückerinnere, dann waren das so die großen Stichworte wie Relativismus, Pluralismus, der kritisiert wurde. Es waren so die großen geistesgeschichtlichen Themen. Bei Franziskus habe ich den Eindruck, dass es mehr um die konkreten Auswirkungen dieser Dinge geht. Das heißt, er analysiert mehr oder beschreibt mehr das, was im alltäglichen Miteinander von Menschen, von Völkern, von Gesellschaften prägend ist und eine Rolle spielt. Das passt eigentlich auch zu seinem ganzen Pontifikat, dass es mehr um die praktische Seite des Evangeliums geht und nicht um die große Geistesgeschichte. Das Ganze wird in den Blick genommen, die Zusammenhänge, die eine Menschheit, die eine Erde und dann eben auch die Verantwortung des Einzelnen. Bei Jürgen Erbacher fand ich einen hermeneutischen Schlüssel für die Enzyklika. Jürgen Erbacher hat eine Einführung zu dieser Enzyklika geschrieben und schreibt dort Folgendes. Bei der Lektüre des Lehrschreibens kam mir eine Geschichte in den Sinn, die Franziskus bei einer Begegnung mit italienischen Jugendlichen im August 2018 erzählt hat und die in den fast 290 Abschnitten der neuen Enzyklika immer mitschwingt. Franziskus erzählte: Einmal hat ein Priester mich gefragt, sagen Sie mir, was ist das Gegenteil von Ich? Und ich bin naiv in die Falle getappt und habe gesagt, das Gegenteil von Ich ist Du. Nein, Herr Pater, das ist die Saat des Krieges. Das Gegenteil von Ich ist Wir. Das Gegenteil bist Du, dann mache ich Krieg. Wenn ich sage, das Gegenteil des Egoismus ist Wir, dann schließe ich Frieden, dann stelle ich Gemeinschaft her, dann bringe ich die Träume von Freundschaft, von Frieden voran. Und das scheint so ein hermeneutischer Schlüssel zu sein, dass es wirklich darum geht, das Ich einzubetten in dieses Wir der Menschheit und das Wir der gemeinsamen Aufgaben, in der wir in dieser Zeit und in dieser Welt stehen. Diese Enzyklika beschreibt eine Utopie, beschreibt einen Traum. Und damit zeichnet Franziskus, der Papst, den heiligen Franziskus als Vorbild. Diese Vision, diese Utopie, diesen Traum träumt auch der heilige Franziskus bereits. In Fratelli Tutti 3 schreibt der Papst: Es gibt eine Begebenheit in seinem Leben, also im Leben des heiligen Franziskus, die uns sein Herz ohne Grenzen zeigt, das fähig war, den Graben der Herkunft, der Nationalität, der Hautfarbe und der Religion zu überspringen. Es handelt sich um seinen Besuch bei Sultan Malik al-Kamil in Ägypten. Dieser Besuch bedeutete für ihn eine große Anstrengung aufgrund seiner Armut, der wenigen zur Verfügung stehenden Mittel, der Entfernung und der Unterschiede in Sprache, Kultur und Religion. Franziskus ist nach Ägypten aufgebrochen, um in diesem Wahnsinn des Kreuzzuges in den Dialog sowohl mit den Muslimen als auch mit den Christen zu treten und für den Frieden zu werben. Sein Biograf schildert, dass Franziskus den Kalifen also erheblich oder den Sultan erheblich beeindruckt hat, aber zum Frieden ist es nicht gekommen. Es sind auch dort mehrere tausend Menschen gestorben. Der Papst führt dann weiter: Franziskus führte keine Wortgefechte, um seine Lehren aufzudrängen, sondern teilte die Liebe Gottes mit. Er hatte verstanden, Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Auf diese Weise wurde er zu einem liebevollen Vater, der den Traum einer geschwisterlichen Gemeinschaft verwirklichte. Denn nur der Mann, der es auf sich nimmt, auf andere Menschen in ihrer Bewegung zuzugehen, nicht um sie zu vereinnahmen, sondern um ihnen zu helfen, mehr sie selbst zu werden, wird tatsächlich zum Vater. In jener Welt damals, voller Wachtürme und Verteidigungsmauern, erlebten die Städte blutige Kriege, während die Elendsviertel der Ausgestoßenen an den Rändern wuchsen. Dort empfing Franziskus innerlich den wahren Frieden,
Er befreite sich von jedem Verlangen, andere zu beherrschen. Er wurde einer der Geringsten und versuchte in Harmonie mit ihnen zu leben. Von ihm kommt die Motivation für diese Seiten der Enzyklika. Ich habe das so ausführlich zitiert, weil, glaube ich, dann auch nochmal der Schlüssel deutlich wird und das Grundanliegen, keine Wortgefechte, keine Lehren, um die es geht, sondern Mitteilung der Liebe Gottes in der Art und Weise, wie ich auf Menschen zugehe, wie ich mit ihnen spreche. Im ersten großen Kapitel, Herr Kraus hat es gesagt, bietet der Papst seine Analyse der Gegenwart. Und so wie er einen positiven Traum träumt von dieser einen Menschheit in Frieden und Geschwisterlichkeit, so analysiert er die Gegenwart als eine Zeit der geplatzten Träume. Er macht es an einigen Beispielen deutlich. Ein erstes Stichwort, das er nennt, ist die Situation des doch einmal geeinten Europa. Es war gedacht als eine Gemeinschaft von Menschen, die einer gemeinsamen Idee gemäß leben, die Menschenwürde vertreten, die nationale Grenzen und nationale Interessen überwinden. Und der Papst sieht neue Konflikte und neue Nationalismen. Wir können es, glaube ich, wir könnten es, wenn wir wollten, an manchen Beispielen auch aktualisieren, dass der Papst so falsch nicht liegt. Am Ende zählt wieder das Interesse der einzelnen Nationen und der Egoismus einzelner Völker. Europa ist geprägt von einer doch insgesamt blühenden und gut aufgestellten Wirtschaft, die, so der Papst, von einem wachsenden Desinteresse am Gemeinwohl, von einem wachsenden Desinteresse am Gemeinwohl geprägt ist. Auch an diesem Punkt gab es von Seiten deutscher Unternehmer heftige Kritik. Ist das so? Ist das wirklich so, zumindest im Hinblick auf die Wirtschaft, von der wir reden? Der Papst nimmt sie so wahr. Ein wachsendes Desinteresse am Gemeinwohl gegenüber dem Einzelinteresse einzelner Unternehmer oder einzelner Nationen. Neben der wirtschaftlichen Seite nimmt der Papst wahr, er nennt es ein Ende des Geschichtsbewusstseins und damit ein Verzicht auf die Weisheit der Alten und ein Vergessen der eigenen Kultur. Er wirft den Menschen vor, dass durch dieses Vergessen der eigenen Geschichte das Profil, das eigene kulturelle Profil vergessen wird und ignoriert wird zugunsten, er nennt es, eines neuen Kolonialismus, einer Einheitskultur, eine Folge sicherlich auch von Globalisierung, dass eigentlich die Schätze der Alten, die Schätze der eigenen Geschichte nicht mehr prägend bleiben für die Gegenwart, sondern Menschen meinen, sich in der Gegenwart je neu erfinden zu müssen und ihre eigene Kultur und ihre eigene Identität neu gestalten, neu erfinden zu müssen, ohne im Blick auf das, was bereits sozusagen ihre eigene Kultur, ihre eigene Herkunft ausmacht. Er spricht von einem politischen Stil der Spaltung und der Hoffnungslosigkeit und des Polarisierens. Auch da möchte ich aus Fratelli Tutti 15 einige Sätze zitieren. Die beste Methode, schreibt er, zu herrschen und uneingeschränkt voranzuschreiten, besteht darin, Hoffnungslosigkeit auszusäen und ständiges Misstrauen zu wecken, selbst wenn sie sich mit der Verteidigung einiger Werte tarnt. Heute verwendet man in vielen Ländern den politischen Mechanismus des Aufstachelns, Verhärtens und Polarisierens. Auf verschiedene Art und Weise spricht man anderen das Recht auf Existenz und eigenes Denken ab. Zu diesem Zweck bedient man sich der Strategie des Lächerlichmachens, des Schürens von Verdächtigungen ihnen gegenüber, des Einkreisens. Man nimmt ihre Sicht der Wahrheit und ihre Werte nicht an. Auf diese Weise verarmt die Gesellschaft und reduziert sich auf die Selbstherrlichkeit des Stärksten. Die Politik ist daher nicht mehr eine gesunde Diskussion über langfristige Vorhaben für die Entwicklung aller und zum Gemeinwohl, sondern bietet nur noch flüchtige Rezepte der Vermarktung, die in der Zerstörung des anderen
ihr wirkungsvollstes Mittel finden. Es gab zeitgleich mit der Veröffentlichung der Enzyklika eine Art Deutungshilfe der römischen Pressestelle, Fragen und Antworten. Und aufgrund eines solchen Kapitels etwa wurde gefragt, meint der Papst jetzt, hat er jemanden Konkreten im Auge? Es ging natürlich auch um den Wahlkampf in Amerika und so weiter. Also das heißt, richtet sich der Papst gegen einzelne Politiker in den Vereinigten Staaten. Also man muss sich schon sehr verbiegen, um nicht gewisse Ähnlichkeiten festzustellen. Aber von der römischen Pressestelle kam natürlich, nein, der Papst hat natürlich selbstverständlich keinen einzelnen Politiker im Blick, sondern immer das große Ganze. Aber ich denke, wer in den letzten Tagen und Wochen die Zeitungen verfolgt hat und auch noch verfolgt, merkt natürlich auch, wer möglicherweise oder welche Strömungen möglicherweise da gemeint sind. Menschen, die Ausschuss sind, das ist ein Thema, was den Papst immer wieder bedrückt. Einzelne Gruppen, die gesellschaftlicher Ausschuss sind. Und in Fratelli Tutti nennt er ausdrücklich und sehr intensiv die alten Menschen, die in dieser Leistungsgesellschaft, in der schnelleren Gesellschaft, in der Gesellschaft, wo es um Profit und Gewinn geht, praktisch keine große Bedeutung mehr haben. Menschenrechte gelten nicht universal, so sagt er. Armut und Hunger sind ein Thema, was zeigt, dass Menschenrechte für bestimmte Menschen nicht in vorderster Linie stehen. Die Frauenrechte, die er anprangert, Sklaverei und Menschenhandel als ein Riesenmarkt, der mehr Geld bringt als mittlerweile wohl andere kriminelle Märkte. Klammer auf, der Papst spricht sehr stark von Inklusion, von gleicher Würde, gleichen Rechten. Auch das war natürlich ein Kritikpunkt, dass man gesagt hat, der Papst erhebt zu Recht einen Zeigefinger in Richtung Gesellschaft, in Richtung Welt sozusagen. Aber was ist, wenn er dieselben Maßstäbe sozusagen an seine eigene Kirche ansetzt? Ist vielleicht auch ein Thema, das uns heute noch, für heute Abend vielleicht noch beschäftigt. Er spricht vom technischen Fortschritt, der viele abhängt. Viele Menschen kommen mit dem technischen Fortschritt, Stichwort Digitalisierung, nicht mehr mit. Auch die Globalisierung und der Fortschritt finden statt ohne Gemeinsamkeit. Migration ist ein wichtiges Thema. Ich denke, da wird Frau Notelle-Wildfeuer auch noch etwas zu sagen oder wir können in der Diskussion noch etwas zu sagen. Migration ist ein wichtiges Stichwort, das den Papst bedrängt, weil er sagt, die ganze Situation, in der wir uns befinden, auch in Europa, zeigt ein massives Versagen auch dieser universalen Freundschaft und ist eigentlich ein Versagen auch des Menschen, der Menschenwürde und des Menschenbildes. Die Kommunikation ist geprägt von Aggression und dann folgt ein Kapitel unter der Überschrift Information ohne Weisheit. Der Papst charakterisiert unsere Gesellschaft als eine Informationsgesellschaft, wo Menschen viele Informationen aufnehmen, aber nicht mehr die Weisheit haben, im Zuhören, im Dialog mit anderen zu hören und zu suchen, nach gemeinsamen Wegen, nach einer gemeinsamen Wahrheit, einer gemeinsamen Weisheit. Das mal so viel zum ersten Kapitel der Gesellschaftsanalyse, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich denke, ich habe wichtige Punkte genannt. Das zweite Kapitel, zu dem ich abschließend noch etwas sagen will, ist eine biblische Betrachtung. Und tatsächlich, ich gebe Professor Reifenberg recht, der Stil ist etwas redundant, aber das mag sogar vielleicht eine pädagogische Methode sein, damit es vielleicht auch dann jeder verstehen kann, was dem Papst wirklich wichtig ist. Vielleicht ist das so die Methode des Vaters, der Dinge viel wiederholt, damit die Kinder verstehen, was der Vater sagt. Das zweite Kapitel ist eine intensive Betrachtung, Meditation der Geschichte aus Lukas 10 vom barmherzigen Samariter, der in der Wüste fällt jemand unter die Räuber, wird zerschlagen, wird liegen gelassen. Es kommen zwei Fromme vorbei, die ihn liegen lassen. Und schließlich kommt ein Samariter, der sich um ihn kümmert. Und damit macht der Papst klar, bei allem, was im ersten Kapitel auch an negativer Folie gemalt wurde, dass
diese Enzyklika sich nicht als eine hoffnungslose Enzyklika versteht. In Fratelli Tutti 57 schreibt der Papst: Der Herr befähigt uns stattdessen, eine andere Kultur zu schaffen, die uns dahin ausrichtet, die Feindschaften zu überwinden und füreinander zu sorgen. Das heißt, der Papst traut den Menschen zu, diese Welle des Egoismus, diese Welle der Ich-Bezogenheit aufzubrechen im Sinne des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. Der Papst meditiert und beschreibt dann sehr intensiv die einzelnen Rollen, die Rolle des Räubers oder der Räuber, und sagt, solche Menschen gibt es heute, die die Schwäche und die Hilflosigkeit anderer ausnutzen. Er meditiert die Rolle des Opfers, der zerschlagen ist, und er erinnert an die vielen Menschen, die am Rand liegen und die nicht im Mittelpunkt des Interesses stehen. Er meditiert die Rolle derer, die vorbeigehen und das Ganze nicht beachten. Und er meditiert schließlich die Rolle dessen, der hilft und zupackt. Und er stellt die Frage, mit wem identifizierst du dich in dieser Welt? Du hast eine grundsätzliche Option zu treffen, ob du Räuber sein willst oder ob du jemand sein willst, der wegschaut oder ob du zupackst. Die Erzählung, so sagt der Papst, liefert keine Lehre abstrakter Ideale und beschränkt sich auch nicht auf die Funktionalität einer sozialethischen Moral. Sie zeigt uns eine oft vergessene wesentliche Charakteristik des menschlichen Seins. Wir sind für die Fülle geschaffen, die man nur in der Liebe erlangt. Es ist keine mögliche Option, gleichgültig gegenüber dem Schmerz zu leben. Wir können nicht zulassen, dass jemand am Rand des Lebens bleibt. Es muss uns so empören, dass wir unsere Ruhe verlieren und von dem menschlichen Leiden aufgewühlt werden. Das ist Würde. Der Papst warnt, so sagt er, vor einer Religion ohne Folgen. Religion muss Folgen haben. Ist es eine Enzyklika ohne Christus? Ich glaube nicht. Denn auch in der Tradition wird dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter auch immer christologisch gedeutet. Er ist letztlich nicht nur der, der sozusagen als Opfer unter die Räuber fällt, sondern er ist auch der, der sich dem Menschen zuwendet. Und es gibt in Fratelli Tutti 85 einen eindeutigen Bezug zu Matthäus 25, wo Christus, der Weltenrichter, sich mit den Ärmsten identifiziert und sagt, das bin ich. Insofern ist es eine tiefe christologische Enzyklika, und Papst Franziskus hat auch in anderen Kontexten immer wieder darauf hingewiesen, dass gelebte Liebe praktizierte Christologie ist. Das ist das blanke, das nackte Evangelium. Und ich glaube, dass es genau darum in dieser Enzyklika geht. Ja, sehr geehrter Herr Bischof, lieber Herr Reifenberg, lieber Herr Kraus, meine Damen und Herren, ich möchte mich mit einigen spezifisch sozialethischen Beobachtungen an die Ausführungen von Bischof Kohlgraf anschließen, der ja schon vieles von den sozialethischen Impulsen auch angesprochen hat. Insofern reiht sich das gut aneinander. Papst Franziskus reiht sich mit dieser seiner zweiten Sozialenzyklika nach Laudato Si von 2015 expressis verbis in die inzwischen fast 130 Jahre alte Tradition der Soziallehre der Kirche ein und legt sie, so heißt es in der Nummer 6, als demütigen Beitrag zum Nachdenken vor. In dieser Formulierung artikuliert sich ein deutlich gewandeltes Selbstverständnis in dieser Tradition. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel die erste Sozialenzyklika von Johannes dem 23. den Titel Mater et Magistra trug, also mit einem Bewusstsein unhinterfragter und einzigartiger Autorität in die Gesellschaft hinein als Mutter und Lehrmeisterin klare Weisung geben konnte. Hier aber ist nun von Demut und von einem Beitrag zum Nachdenken die Rede. Zugleich aber finden bei Johannes dem 23. in der Enzyklika Mater et Magistra im Verlauf des Textes und dann in seiner zweiten Enzyklika, Sozialenzyklika Pacem in Terris von 1963, finden wir den Beginn der Tradition, die Sozialverkündigung zu adressieren an alle Menschen guten Willens. Was Papst Franziskus in beiden Enzykliken
aufgreift, damit, dass er sich an alle wendet, die im gemeinsamen Haus wohnen. Und er macht es in dieser Enzyklika jetzt noch einen Schritt konkreter, indem er eben in Fratelli Tutti seine Begegnung und den Dialog mit dem Großimam Ahmed Al-Tayyib in Abu Dhabi und die Verabschiedung eines gemeinsamen Papiers am 4. Februar 2019 als Anregung für diese Enzyklika benennt. Übrigens ging es in diesem Papier auch schon um die Fragen der Geschwisterlichkeit. Und wenn man auch hier schon quasi im Vorfeld des Erscheinens der Enzyklika verfolgen konnte, wie auch da die kritischen Stimmen laut wurden, ob jetzt schon etwas Nichtchristliches als Inspiration für eine christliche Enzyklika gelten solle, dann ahnt man, dass auch hier der Kern der Bedeutung des Dialogs überhaupt nicht verstanden wurde und dieser Tradition der Sozialverkündigung, sich eben an alle Menschen guten Willens zu richten. Das ist ja nicht, weil man keine andere Quelle hat, sondern weil einem gerade dieser Dialog so immens wichtig ist. Und Papst Franziskus ist jemand, der sehr deutlich macht, dass in diesem Dialog, in dem Hören auf die anderen, auch etwas gelernt werden kann. In Laudato Si hatte er sich intensiv anregen lassen von dem orthodoxen Patriarchen Bartholomäus, was ja auch schon diese Dialogkomponente mit aufgenommen hat. Papst Franziskus formuliert in der Enzyklika Fratelli Tutti die sozialethische Dimension der Idee der Geschwisterlichkeit, indem er von der sozialen und politischen Liebe spricht, die, ich zitiere die Nummer 181, die auch das bürgerliche und das politische Leben betrifft und sich bei allen Gelegenheiten zeigt, die zum Aufbau einer besseren Welt beitragen. Zitat Ende. Es geht damit eindeutig auch um die Makroebene. Das auch nochmal, um diesem Vorwurf zu begegnen, dass eigentlich die Frage nach der Liebe nur auf der Mikroebene angesiedelt sei und, wie wir aus vorherigen Kritiken an Texten von Papst Franziskus kennen, er habe überhaupt nur Lösungen auf dieser unteren gesellschaftlichen Ebene, also auf der zwischenmenschlichen Ebene, parat. Es geht also eindeutig um die Makroebene, auf der er zur Entfaltung der Idee der Geschwisterlichkeit die sozialethische Kategorie des Gemeinwohls ins Spiel bringt. Das bedeutet etwa mit Bezug auf die Frage nach einer gerechteren Weltordnung, dass er die Notwendigkeit des Geistes multilateraler Zusammenarbeit und einer Reform multilateraler Institutionen betont. Wenn wir uns erinnern, es gab vor einigen Jahren, das ist dann mit Trump eingeschlafen, die heftige Debatte um das bilaterale Handelsabkommen TTIP zwischen den USA und Europa, wobei eben für diese bilateralen Handelsabkommen immer gilt, dass bei erfolgreicher Verhandlung einerseits immer Ungerechtigkeiten andererseits entstehen und quasi automatisch die Konsequenz sind, und das bekommt durch diesen Hinweis auf die Notwendigkeit multilateraler Abschlüsse und Kooperationen nochmal eine weitere kritische Perspektive. Um es nochmal sozialethisch zuzuspitzen auf ein sehr bedeutsames Thema, die Relevanz der Idee der Geschwisterlichkeit findet sich in Fratelli Tutti auch durchbuchstabiert im Blick auf die Frage nach dem Markt. Bischof Kohlgraf hat es eben schon erwähnt. Papst Franziskus hatte bereits in seiner, ich sage das mal in Anführungsstrichen, Regierungserklärung Evangelii Gaudium mit der berühmten Formulierung »Diese Wirtschaft tötet« aus der Nummer 53 in dem Text für viel Diskussion und noch mehr Aufregung gesorgt. Es gab später weitere, durchaus differenziertere Äußerungen von ihm zur Bedeutung des Marktes. So formulierte er etwa bei der Ansprache der Verleihung des Karlspreises am 6. Mai 2016, auch da nochmal ein Zitat, das erfordert die Suche nach neuen Wirtschaftsmodellen, die in höherem Maße inklusiv und gerecht sind. Sie sollen nicht darauf ausgerichtet sein, nur einigen wenigen zu dienen, sondern vielmehr dem Wohl jedes Menschen und der Gesellschaft.
Und das verlangt den Übergang von einer verflüssigten Wirtschaft zu einer sozialen Wirtschaft. Ich denke zum Beispiel an die soziale Marktwirtschaft, immer noch Zitat Franziskus, ich denke zum Beispiel an die soziale Marktwirtschaft, zu der auch meine Vorgänger ermutigt haben. Und da bezieht er sich schon auf Johannes Paul II., der aber übrigens auch den Begriff nicht benutzt hat. Es ist nötig, von einer Wirtschaft, die auf den Verdienst und den Profit auf der Basis von Spekulation und Darlehen auf Zinsen zielt, zu einer sozialen Wirtschaft überzugehen, die in die Menschen investiert, indem sie Arbeitsplätze und Qualifikation schafft. Zitat Ende. Eine Bemerkung noch dazu, was eine verflüssigte Wirtschaft ist, weiß ich auch nicht so ganz genau. Also diesen Begriff kann man irgendwie schwer deuten. Ich glaube, dass verflüssigt gegenübergestellt zur sozialen Wirtschaft eine soziale Marktwirtschaft, eine Wirtschaft ist, die Strukturen hat, die Institutionen hat, während die verflüssigte dann offensichtlich die ist, wo es nur um Finanzströme und ja, den Sieg des Stärkeren geht. Am Schluss dieses Zitates war die Rede von einer sozialen Wirtschaft, die in die Menschen investiert, indem sie Arbeitsplätze und Qualifikation schafft. Genau diese Aussagen, die in dem Zitat vorkamen, und diese Perspektiven finden sich auch in Fratelli Tutti. Der Papst bleibt in allen Texten, so auch in dieser Enzyklika, wie ich meine mit Recht, bei seiner pointierten Kritik am, so sagt er, neoliberalen Credo, das uns glauben machen wolle, dass der Markt allein alle gesellschaftlichen Probleme löst. Eine kritische Perspektive ist das, die aber auch nicht seine Erfindung ist, sondern wir finden sie bereits tief verankert in der Tradition der kirchlichen Sozialverkündigung, so etwa und am konsistentesten formuliert in Quadragesimo Anno, Enzyklika von 1931 von Papst Pius XI. Und diese kritische Perspektive, die auch Papst Franziskus hier einnimmt, wird aufgrund der Erfahrung durch die Pandemie einfach nochmal zugespitzter und in voller Wucht erfahrbar. Zielwert, so können wir aus dem Text lesen, muss das Gemeinwohl aller sein, nicht reine Marktgläubigkeit oder das Vertrauen auf den Spillover-Trickle-Down-Effekt. Die Sozialethiker-Kollegen Markus Vogt, Martin Kirschner und Jörg Alt haben in ihrem Kommentar zur neuen Enzyklika auf die wichtige Unterscheidung zwischen Markt und Wettbewerb als Ziel oder als Mittel hingewiesen. Und nur Letzteres, wenn also Markt und Wettbewerb ein Instrument sind, nur diese Position verortet Markt und Wettbewerb angemessen. Und damit sind wir wieder bei der Position von Franziskus. Denn er betont schon durchaus Marktelemente, zum Beispiel die Notwendigkeit aktiver Wirtschaftspolitik, die Produktionsvielfalt und Unternehmerkreativität fördert und damit letztlich, und das ist Franziskus auch immer ein großes Anliegen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen führt. Dieser zum Urgestein katholischer Soziallehre und ihrem Kerngeschäft gehörenden Frage nach der Arbeit, nach ihrer Bedeutung und ihrem Sinn, widmet Franziskus auch einige Überlegungen. Er verweist hier, auch mit Bezug auf Caritas in Veritate von Benedikt XVI., darauf, dass Grundwerte und Prinzipien wie Solidarität und Vertrauen auch im Marktgeschehen selber eine Rolle spielen müssen. Also nicht nur als Korrektiv im Nachhinein, sondern im Geschehen selber braucht es auch diese Haltungen, damit nicht die Politik dem Diktat der Wirtschaft unterworfen ist, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. Bischof Kohlgraf hat eben schon eine Kritik angesprochen, die ich hier nochmal aufgreifen möchte. Ich will es dann noch etwas konkreter machen. Sie haben schon die Sonntagszeitung, es ist die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und ihr Wirtschaftsjournalist Rainer Hank, der sich gleich zu dieser Enzyklika geäußert hat, der im Nachgang zu Fratelli Tutti dem Papst Vulgärkommunismus und Populismus vorwirft. Und er spricht zur Erklärung für die Leser und Leserinnen aus seiner Perspektive dann auch von der, Zitat, sogenannten Soziallehre. Also das zeigt genau, dass
eigentlich diese Tradition, die für die Kirche sehr essentiell ist, hier nur noch apostrophiert wird mit sogenannte und deren Relevanz und Bedeutung damit natürlich schon abgestritten wird. Das heißt, auch die oben skizzierten bei Franziskus benannten Grundzüge der Soziallehre-Tradition werden von Hank damit in ihrer Sinnhaftigkeit in Zweifel gezogen. Der Vorwurf einer einseitigen Zuspitzung, den Hank dem Papst macht, ist meiner Meinung nach auch Hank selber zu machen. Hat er doch diverse Differenzierungen sowie die Grundlinie des Textes nicht wahrgenommen. Im Nachgang zu dieser Kritik hat Hank, auch das haben wir eben schon gehört, in einem weiteren Artikel zur Unterstützung seiner Argumentation den späteren Kölner Erzbischof und Kardinal Josef Höffner porträtiert, den er meines Erachtens nicht zu Recht als Gewährsmann für seine Version von Markt und Liberalismus anführt. Dass Höffner seine erste theologische Promotion zum Thema soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe verfasst hat, soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe, und von daher auch bei ihm eine sehr differenzierte Wahrnehmung des Wirtschaftsgeschehens zu finden ist, das ist bei Hank bei diesem Porträt dann auch ganz außen vor geblieben. Wir können dann nachher gerne nochmal drüber sprechen. Ich finde diese Tendenz, die Sie ja auch mit Kissler dann nochmal gezeigt haben, also diese Tradition der Kirche, dieses zentrale Standbein so beiseite zu schieben, tatsächlich ein großes Problem. Neben dem Markt gibt es ein zweites zentrales Thema, das Franziskus Pontifikat seit seiner ersten Reise außerhalb Roms, die ihn auf die Insel Lampedusa im Sommer 2013 führte, das dieses Pontifikat eben schon prägt. Auf diese Insel, vor deren Küste sich in vergangenen Jahren zahlreiche Bootsunglücke mit vielen Toten ereignet haben, dieses Thema spielt auch in der Enzyklika Fratelli Tutti eine entscheidende Rolle. Es geht um die komplexen Herausforderungen von Migration und Flucht. Es wäre, so Franziskus, ideal, wenn unnötige Migration vermieden werden könnte, sodass jeder die Chance auf eine ganzheitliche Entwicklung in seiner Heimat hätte. Mit diesem Grundgedanken der ganzheitlichen Entwicklung schließt er an die bisherigen Entwicklungsenzykliken, vor allem Populorum Progressio von 67 von Papst Paul VI. Und Sollicitudere Socialis von 1987 von Johannes Paul II. An. Für die übrigens auch die Unterscheidung zwischen technischem Fortschritt einerseits und menschlicher Entwicklung, integraler Entwicklung von großer Bedeutung ist. Verantwortlich für Ausbeutung, Entrechtung und Tötung von Menschen in vielen Ländern der Erde, meistenteils des globalen Südens, was dann Ursache ist für Flucht und Migration, jedenfalls ein Teil der Ursachen, ist in den Augen des Papstes zum einen die prekäre Situation der Menschenrechte 70 Jahre nach deren feierlicher Verkündigung. In der Enzyklika stellt er als eine der beiden entscheidenden Dimensionen von Geschwisterlichkeit heraus, dass die Rechte eines jeden und aller Menschen auch tatsächlich anerkannt werden. Betonung liegt auf tatsächlich. Und das sieht er eben in der Realität als Problem an, wo große Gegensätze bestehen. Und er nennt dann in der Enzyklika drei dieser großen, so ins Auge fallenden Gegensätze. Einmal den zwischen Armen und Reichen, ein Thema, das er ja immer wieder behandelt, den zwischen Männern und Frauen und schließlich den Gegensatz zwischen Freien und Sklaven. Gerade in Bezug auf den letztgenannten Gegensatz beklagt er, ich zitiere, dass noch heute Millionen Menschen, Kinder, Männer und Frauen jeden Alters ihrer Freiheit beraubt und gezwungen werden, unter Bedingungen zu leben, die denen der Sklaverei vergleichbar sind. Heute wie gestern liegt an der Wurzel der Sklaverei ein Verständnis vom Menschen, das die Möglichkeit zulässt, ihn wie einen Gegenstand zu behandeln. Fratelli Tutti 24 ist das. Dabei ist es, was die theologische Grundlinie der Enzyklika angeht, besonders wichtig, dass Papst Franziskus aufgrund des Erkenntnisfortschritts in Theologie und Spiritualität, dass er keinerlei tragfähigen Grund für eine Entschuldigung mehr erkennen kann, Sklaverei nicht deutlich und definitiv zu verurteilen.
Er bedauert die frühere Zögerlichkeit in diesem Punkt. Da macht er am Ende des zweiten Kapitels nochmal eine eigene Nummer zu, dass er eigentlich sagt, er versteht gar nicht, wie diese Zögerlichkeit der Theologie zustande kommen kann und fordert eine eindeutigere und klarere Positionierung von Kirche und Theologie in Bezug auf diesen Punkt. Verantwortlich für die entrechtete Situation vieler Menschen ist in den Augen des Papstes neben der prekären Menschenrechtssituation zum anderen ein globales Wirtschaftsmodell, das anthropologisch verkürzt und mehrheitlich auf Profit ausgerichtet ist. Hier klingt das wieder an, was wir schon als Kritik an der Wegwerfmentalität der Gesellschaft Menschen gegenüber aus Evangelii Gaudium kennen. Vor diesem Hintergrund betont Franziskus die weitreichende Verpflichtung der Staatengemeinschaft, vor schweren humanitären Krisen fliehende Menschen nicht nur aufzunehmen und zu schützen, sondern auch zu fördern und zu integrieren. Unter dem Horizont dieser vier Leitverben, also aufnehmen, schützen, fördern, integrieren, standen auch schon die 20 Handlungsschwerpunkte, die der Vatikan im Jahr 2018 in den multilateralen Prozess zur Erarbeitung der beiden Global Compacts für Flucht und Migration auf UN-Ebene eingebracht hatte. Es sei unsere Pflicht, das Recht eines jeden Menschen zu respektieren, einen Ort zu finden, an dem er nicht nur seinen Grundbedürfnissen nachkommen, sondern sich auch ganzheitlich entwickeln könne. Was die Lösung dieser Problematik angeht, nennt er zunächst Beispiele des Notbehelfs, wie die Ausstellung humanitärer Visa, private oder gemeinschaftliche Hilfsprogramme, die Einrichtung humanitärer Korridore, womit er sich auf San Egidio beruft, die da ein eigenes Programm quasi schon eingerichtet haben, und eine angemessene Versorgung am Zielort. Programme, für die er sich in unterschiedlichen Kontexten auch immer wieder eingesetzt und stark gemacht hat. Er betont jedoch auch, dass diese im Blick auf die Linderung konkreter Not angezielten Hilfsmaßnahmen allein keine angemessene Lösung darstellen, sondern in struktureller Hinsicht nur die Schaffung einer umfassenden Gesetzgebung für Migration durch die internationale Gemeinschaft zur Eingliederung von Migranten in den Aufnahmeländern und auch zur Entwicklung in den Herkunftsländern notwendig sei. In diesem Kontext ist auch noch kurz auf das Umfeld dieser Debatte zu verweisen, das Franziskus anspricht. Mit deutlichen Worten wendet er sich gegen die fremdenfeindliche Mentalität, die populistische Stimmungsmache in manchen Aufnahmeländern, sowie auch später im Text die Engführungen des Volksbegriffs, den er für die Demokratie weithalten und retten möchte und nicht den Populisten überlassen will. Dies erweist sich im Zusammenhang mit seinem theologischen Denken von der in Argentinien im Wesentlichen beheimateten Theologie des Volkes her als äußerst relevant, wo auch das Volk zu einem Locus Theologicus avancierte und von daher auch theologisch unverzichtbar ist. Papst Franziskus zeigt aber auch Verständnis für Zweifel und Ängste in der Bevölkerung angesichts dieser komplexen Migrationsphänomene. Gegen Abschottungstendenzen wirbt er mehrfach für den Gedanken und die Realisierung einer offenen Welt, die im Rahmen offener Gesellschaften, Integration und eine ganzheitliche Entwicklung aller Menschen eben ermöglicht, Begegnung schafft und den Dialog zwischen den Individuen mit all ihren Unterschieden fördert. Gerade im Blick auf die angesprochene Thematik von Flucht und Migration wurde als Reaktion auf frühere Äußerungen von Papst Franziskus hierzu ihm häufig vorgeworfen, er argumentiere naiv und unterkomplex, lasse die Eigengesetzlichkeiten des Politischen völlig außer Acht und habe die strukturell-institutionelle Ebene in keiner Weise im Blick. Will man es wissenschaftstheoretisch formulieren, so klingt darin der Vorwurf an, der Papst verstehe das Spezifikum einer Sozialethik gar nicht. Einer Sozialethik, der es im Unterschied zur Individualethik im Wesentlichen um die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit und diese realisierenden Strukturen und Institutionen geht. Diesen Vorwurf haben jetzt im direkten Nachgang zur Veröffentlichung der Enzyklika auch durchaus erwartungsgemäß und quasi reflexartig
der evangelische Systematiker aus Wien, Ulrich Körtner, und eben auch Rainer Hank erhoben und auch andere. Wir haben ja eben schon andere Beispiele gehört. Letztlich berührt diese Frage den Kern der gesamten Enzyklika und darüber hinaus sogar der aktuellen päpstlichen Sozialverkündigung. An diesem Themenfeld von Flucht und Migration und seiner Bearbeitung in der Enzyklika Fratelli Tutti lässt sich aber sehr klar erkennen, dass der Papst unterschiedliche Ebenen im Blick hat. Um das noch einmal zu verdeutlichen, werfen wir noch einen Blick auf das, was er zur politischen Relevanz der Liebe und des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter sagt. Es heißt in der Enzyklika, ich zitiere die Nummer 186, während jemand einem älteren Menschen hilft, einen Fluss zu überqueren, und das ist wahre Liebe, so erbaut der Politiker ihm eine Brücke, und auch das ist Liebe. Während jemand einem anderen hilft, indem er ihm zu essen gibt, so schafft der Politiker für ihn einen Arbeitsplatz und übt eine sehr hochstehende Form der Liebe, die sein politisches Handeln veredelt. Soweit dazu. Kurz blicken möchte ich nur noch auf ein drittes Themenfeld, das auch hochinteressant wäre, auch nochmal für eine ganz eigene Abhandlung, das für Papst Franziskus hier unter der Perspektive der Geschwisterlichkeit von großer Bedeutung ist, nämlich das des gerechten Krieges. Bei dieser Formel, traditionell ist vom Bellum Justum, das heißt vom gerechten Krieg, die Rede, handelt es sich um eine naturrechtlich basierte Argumentation, die in der Tradition in der Tat großes Gewicht hatte. Mein im Sommer verstorbener moraltheologischer Kollege Eberhard Schockenhoff beschäftigt sich in seiner gerade im letzten oder vorletzten Jahr erschienenen Friedensethik ausführlich mit den entscheidenden Kriterien für die Erlaubtheit eines gerechten Krieges oder für die Beantwortung der Frage, wann ist denn ein Krieg gerecht? Normalerweise werden hier genannt der gerechte Grund, die legitime Autorität, die rechte Absicht sowie die Verhältnismäßigkeit und Erfolgsaussichten. Papst Franziskus nun lehnt die mit dieser Argumentation gegebene Akzeptanz strikt ab. Zwei Gründe benennt er hierzu. Zum einen die Entwicklung der technologischen Möglichkeiten, denn dann, so sagt er, würden durch diese wohl alle Nachteile im Blick auf die Zivilbevölkerung etwaigen Nutzen übersteigen. Das heißt, die ganzen KI-gesteuerten Waffen, die entwickelt werden, haben zwar Vorteile, aber die Nachteile, die für die Zivilbevölkerung entstehen, sind so ungleich größer und werden durch gar nichts aufgewogen, dass das schon nicht mehr geht. Und er sagt, darüber hinaus haben wir in den letzten Jahren doch viel Erfahrung damit sammeln können, wie immer wieder diejenigen, die einen Krieg führen wollen, so lange argumentieren, bis die Gründe passen, dass es dann auch ein gerechter Krieg ist. Also es wird auf, ich hätte beinahe gesagt, auf Teufel komm raus, die Gerechtigkeit beschworen, um das zu einem gerechten Krieg zu erklären. Da sagt er, das geht auch nicht. Das ist nicht zu plausibilisieren und deswegen ist sein Fazit nie wieder Krieg, schreibt er in der Nummer 258. Krieg ist eindeutig auch nicht die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern Krieg ist, Zitat, ein Versagen der Politik und der Menschheit. Seine konkreten Vorschläge sind unter anderem Abschaffung der Atomwaffen, auf das Gemeinwohl gerichteter Dialog und die Errichtung eines Weltfonds, um den Hunger ein für allemal ein Ende zu setzen und die Entwicklung der ärmsten Länder zu fördern. Die Idee mit dem Weltfonds hatten wir auch schon mal bei Johannes dem 23. Also es ist interessant, dass er da immer wieder anschließt und die Verbindung zu dieser Tradition sucht. Eben diesen Weltfonds, um den Hunger zu beenden, damit, so sagt er, eben die Entwicklung der ärmsten Länder gefördert wird und die ärmsten Länder nicht zu Gewalt greifen. Dieser Vorschlag ist, ja, habe ich gerade schon gesagt, nicht ganz neu, er findet sich bei Johannes dem 23. Und die strikt theologische Argumentation, die Franziskus hier anführt, findet sich auch schon in ähnlicher Weise bei Paul dem 6. in Evangelii Nuntiandi, während Populorum Progressio etwa eher noch die naturrechtliche Argumentation benennt. Im Sinne, naturrechtlich im Sinne von universaler, auf Menschenrechten basierenden Argumentation, wo zumindest die Ausnahme der legitimen Gewaltanwendung bei Bedrohung und als humanitäre Intervention zulässig wäre.
Dazu finden wir in der Enzyklika, die ja vornehmlich theologisch basiert argumentiert, keine weiteren Aussagen. Das heißt, die Fragen sind in der Tat offen. Wie sieht das aus im Falle notwendig erscheinender humanitärer Intervention? Wie sieht es aus im Falle von Verteidigung? Das bleibt zu debattieren und ich denke, da wird auch einiges noch kommen, gerade aus der Perspektive der Friedensethik. Theologisch-kirchlich, auch das finden wir bei Schockenhoff in seiner Friedensethik, führten diese Überlegungen in den letzten Jahrzehnten zur Entwicklung des Peace-Building. Schockenhoff nennt in seiner systematischen Darstellung zentrale Säulen eines gerechten Friedens, wie etwa Schutz der Menschenrechte, Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, freien Welthandel und den Ausbau von gerechten Institutionen und Regelungen. Man staunt, wenn man das liest und dann sich nochmal die Enzyklika vor Augen führt, denn das sind alles Elemente, die nicht in exakt dieser Aufzählung, aber genau die Elemente, die der Papst auch stark macht. Zum Abschluss meiner Überlegung will ich nur zwei Punkte noch kurz benennen, die vielleicht für eine Diskussion dann eher noch Gegenstand sein können. Zum einen, Herr Kraus hat es zu Beginn schon gesagt, die Frage des Titels, die Frage nach den Schwestern. Ich hätte mir, und das sei mir als Frau gestattet, das auch zu sagen, in der Tat einen Titel gewünscht, wo die Frauen nicht nur mitgedacht, sondern tatsächlich auch mitgenannt sind. Klar, das Statement aus dem Vatikan kam schon, bevor die Enzyklika kam, dass es ein Zitat des heiligen Franziskus sei und wir wissen ja alle, dass Zitate nicht verändert werden dürfen, aber es wäre doch sicher möglich gewesen, bewusst vielleicht in Anspielung, aber ohne zu zitieren, den Titel so zu ergänzen, dass die Frauen eben nicht nur mitgedacht wären. Kann man so wenig sensibel diesen Fragen der Gerechtigkeit gegenüber sein? Mir leuchtet das auch nicht ganz ein, weil wenn man die Enzyklika liest, ist die Sensibilität gegenüber der Ungerechtigkeitsfrage zwischen Männern und Frauen ja sehr deutlich präsent. Die Änderung des Untertitels auf die Geschwisterlichkeit geht übrigens auf die Intervention der Deutschen Bischofskonferenz zurück. Also immerhin das ist gelungen, diesen Untertitel zu ändern. Ja, und der zweite Punkt, den ich ansprechen will, Bischof Kohlgraf hat das eben auch schon gesagt, das ist mir auch ein zentrales Anliegen. Ich habe bislang das Pontifikat von Papst Franziskus immer charakterisiert gesehen, dadurch, dass er deutlich gemacht hat, es gibt eine Verbindung von Ekklesiologie und Ethik. Heißt, von der Erkenntnis, dass wir nur dann glaubwürdig sind in unseren Beiträgen zur Gesellschaftsordnung, wenn wir die nach außen vertretenen Werte und Prinzipien zumindest uns auch bemühen, diese nach innen selber umzusetzen und zu leben. Es gibt in dieser Enzyklika dazu einige Ansatzpunkte, aber sie werden nicht ausgeführt. Ich betrachte das einfach mal als Auftrag an alle, die sich da engagieren, an diesen Punkten auch für die Fragen innerhalb der Kirche weiterzuarbeiten. Vielen Dank für Ihr Zuhören.